Liebe Nordart-Fans, mein Name ist Hanna und ich begrüße euch heute zu einer digitalen Führung durch die Nordart. In dieser Serie möchten wir euch Kunstwerke von Künstlern und Künstlerinnen aus den vergangenen Ausstellungsjahren präsentieren. Heute werde ich euch vornehmlich zweidimensionale Exponate zeigen, Malereien und Fotografien. Das erste Werk, das ich euch heute zeigen möchte, ist von Chu Songbo, einem chinesischen Künstler. Chu Songbos Werke werden von einer der berühmtesten Dynastien der chinesischen Geschichtsschreibung inspiriert, der Tang-Dynastie. Songbo greift die Liebe zur Reitkunst und zur Jagd dieser Zeit auf. Er schafft detailreiche, prächtige Kompositionen, die die Atmosphäre im alten China neu interpretieren. Verführung und Herausforderung dominieren die Arbeiten der schwedisch-niederländischen Künstlerin Birgitta Sundström-Jansdotter. Das wiederkehrende Motiv von teils stereotyper Weiblichkeit ruft die unterschiedlichsten Gefühle und Reaktionen bei den Betrachtern und Betrachterinnen hervor. So sind auf dem Werk Das letzte Abendmahl nur Frauen dargestellt und ein Mann mit Handschuhen, um die Hausarbeit zu erledigen. Sundström-Jansdotter sucht damit die Kontroverse und revolutioniert die Darstellung von Weiblichkeit, indem sie sie in neue Zusammenhänge stellt. Hello viewers of Nordart. This is Birgitta Sundström-Jansdotter with greetings from the Netherlands. The last year I've been fighting COVID for 11 months. COVID's slowing me down, but also in a good way. I never had time to play actually with my paintings because I had so much deadlines all the time. Now I feel like that is the way for me to work. Give myself more time and not stress so much anymore. Nordart is for me a big family. I love the openings. I've been meeting a lot of good friends there. For the exhibition of 2021, I wish everybody a lot of success. In the future, I hope to be part of it again, because I really love Nordart. I'm going to start to paint today, after a long time. It really feels great after all this time, and I'm happy to paint again. Hier stehen wir jetzt inmitten des französischen Länderschwerpunkts. Jedes Jahr wird auf der Nordart ein Fokusland auserkoren, dem ein ganzer Pavillon gewidmet wird. 2019 war das Fokusland Frankreich und innerhalb dieses Pavillons durften Elsa und Johanna als Künstlerduo ihre inszenierten Fotografien zeigen. Die Künstlerinnen beschäftigen sich konzeptionell mit Fragen der Identität, der Rollenbildern, Körperlichkeit und Sexualität und übernehmen dabei gleichermaßen die Rolle des Fotografen und des Models.
Anfangs war es gar nicht so eindeutig, dass es sich bei den fotografierten Personen immer um dieselben zwei handelt. Und noch verwirrender wurde es dann auf der Eröffnung, als sich dann die beiden Künstlerinnen auch noch zu ihren Fotografien stellten. Aber da ging dann den Besuchern ein Licht auf. Ähnlich wie Elsa und Johanna schlüpft auch die russische Fotokünstlerin Katharina Belkina in selbst inszenierte Rollen. In ihren Werken scheinen Fotografie und Malerei zu verschwimmen. Die Künstlerin bearbeitet ihre Selbstporträts und Selbstinszenierung am Ende noch einmal mit einem digitalen Pinsel und spielt so mit der Wahrnehmung des Betrachters oder der Betrachterin. Das Ergebnis scheint ein faszinierend hyperrealistisches Gemälde zu sein und doch ist es eine Fotografie. Greetings to everyone who follow the Nord Art channel from the art residence of Katerina Belkina in Hafelwerda. A lot of things have changed this year, and I lost a lot as an artist, but I found something new. I felt completely isolated from my previous life, and all my creative activities are concentrated at home. The monotonous everyday routine has seeped into every minute of my time, but still I stay in the art. And I make life project in real time. It is intentionally a reflection of a current artist's existence in isolation, an exploration of the boundaries between reality and our thoughts. Sehr persönliche Kunst schafft die spanisch-ukrainische Malerin Nina Muraschkina. Auf den Erfahrungen ihrer eigenen Sexualität beruhend, erschafft sie Werke ganz sinnlicher Natur. Muraschkina versucht, die Facetten innerhalb der Stärken einer Frau zu eruieren und reproduziert ihre Vorstellungen von einer Frau durch lebendige weibliche Bilder, primär im runden Format. Sie selbst ist mit ihren Charakteren eng verwoben, deren Geschichten die Geschichten Muraschkinas in Form von metaphorischen Selbstporträts darstellen. Nun sind wir auch schon beim letzten Künstler unserer digitalen Führung angelangt, Daniel Harms mit seinen großformatigen Werken. Charakteristisch für seine Arbeiten sind seine farbenfrohe Ästhetik und an Fabelwesen erinnernde Figuren in grotesken Szenarien und aus verschiedenen Zeiten. Beziehungen zwischen Mensch und Bestie werden aufgegriffen. Vielleicht metaphorisch für den Kampf in uns selbst. Das Gute oder das Böse? Für welche Seite entscheiden wir uns? Oder für welche Seite entscheidet ihr euch, liebe Zuschauer? Willkommen in meinem Studio in Berlin. Im Moment arbeite ich an meiner nächsten Serie Amna. Spannenderweise entsteht diese Serie in Zusammenarbeit mit der gleichnamigen Band Amna aus Heilbronn. Ich bin mit den Musikern schon relativ lange befreundet und nach intensiven Gesprächen mit der Sängerin über das Konzept, Ideen und die Texte der Band war relativ klar, dass wir zu jedem Song ein Bild entstehen lassen. Ich bekomme die Texte, Einblick ins Songwriting und werde versuchen halt mit meinen
meinem visuellen Beitrag halt das musikalische Fundament zu unterstützen. Nebenbei arbeite ich selber auch wieder an eigenen Songs, Musikvideos, kleinen Kurzfilmen. Ich hoffe, der Einblick in mein Studio hat euch gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Runde. Nun sind wir auch schon am Ende der digitalen Führung angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was sagt ihr zu den Werken? Lasst uns doch gerne mal einen Kommentar da. Und wenn ihr eine Live-Führung miterleben möchtet, dann auf der nächsten Nordart. Vielleicht sehen wir uns ja sogar persönlich. Das würde mich sehr freuen. Und bis bald, eure Hanna.